Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal der Messingen zu einem neuen Video. Ja, heute mal ein kleines bisschen andere Kulisse, spielt aber keine große Rolle. Ihr wisst sicherlich schon, wenn ihr den Titel und das Thumbnail gesehen habt, wisst ihr wahrscheinlich schon, worum es geht. Und zwar habe ich wieder ein Paket bekommen. Ich zeige euch das mal hier so ein bisschen rein. Kram von Universal Music. Also handelt sich natürlich um eine Deluxe Box, was kann es auch bei mir anderes sein, wenn ich ein Paket auspacken möchte? Ja, ich habe das jetzt schon mal gestern vorsichtig präpariert, damit man hier meine Adresse nicht sieht. Na. Ich hoffe, der Winkel passt auch so von der Einstellung. Anders kann ich das jetzt nicht machen. Ist auch notbedürftig mit iPhone gedreht. Ja, also sollte Qualität, Ton etc. anders sein als bei den vergangenen Videos, entschuldige ich mich dahingehend. Aber beim nächsten Video sollte es dann wieder mit Kamera laufen. Na. Gut, dann schauen wir uns das ganze Prachtstück auch mal an. Das wird hier auch ein One-Taker, nehme ich an. Also ich werde jetzt nicht groß noch dran rumschneiden. Ja, aber jetzt kommen wir mal zum tatsächlichen Inhalt des Videos. Wir haben hier die Deluxe-Box von Asche, Ashkobar, dem Einser, Lang lebe Asche, die Octagon-Box. Na, ist auf jeden Fall extrem geil und man muss es einfach erwähnen, innovativ. Das auf jeden Fall. Also so eine Deluxe-Box, auch wenn ich schon hunderte zu Hause habe, aber so eine auf jeden Fall noch nicht. Ja, hat er ja auch extra mal einen Vlog gemacht, wo er gezeigt hat, wie er die Bilder gemacht hat. Hier rundherum um den Cage. Auf jeden Fall sehr, sehr gelungen, finde ich. Also innovativ ist der Herr Ashkobar auf jeden Fall. Gut, dann packen wir das Ganze auch mal aus. Ja. Mal einen direkten Blick drauf werfen, ohne Folie. Ja, doch. Ist in Ordnung von der Qualität. Da kann man nicht meckern. So, dann hier drin ganz normal weiß. Na, da ist nichts. Und hier sind die Inhalte. Jawohlski. So, dann schauen wir uns mal eins nach dem anderen an. Das erste, was wir hier haben, ist der Einser Mundschutz. Finde ich übertrieben gut gewählt, dieses Cover. Gefällt mir sehr gut mit diesem Totenkopf. So, genau. Da haben wir das gute Stück. Steht auch nochmal Einser drauf. Ja, passt auf jeden Fall. Jawohl. Falls man den mal braucht, na, hat man jetzt auf jeden Fall einen. Na, man weiß ja nie. So, dann kommen wir auch mal zum Textilprodukt. So, das war ja diesmal, muss man ja leider sagen, wieder eine Einheitsgröße. Man konnte sich da keine Größe auswählen. Aber ist okay, solange das Motiv und die Qualität an sich passt. Also wir haben hier Größe L. Ja, hier vorne haben wir nochmal das Langleber Asche Cover sozusagen. Und hinten haben wir einmal drauf zu stehen Einser. Und mit einer 0-1. Ja, also das passt auf jeden Fall. Da sind wir jetzt alle im Einser-Club, die sich die Box oder generell ein Bande geholt haben. Das passt. Ich werde es auch gleich mal anprobieren. Kleinen Moment. Dann schaue ich mir mal an, ob mir das passt. Also eigentlich dürfte es mir einen kleinen Ticken zu groß sein tatsächlich. Aber wir schauen uns das mal. So sieht das Ganze dann auch angezogen aus. Einmal von vorne, ja, und dann einmal von hinten mit dem Einser Schriftzug. Da weiß auf jeden Fall jeder gleich Bescheid, der das T-Shirt sieht. Ja, das ist auf jeden Fall ein Einser. Ne? Also, ja, doch. Hätte es mir tatsächlich größer vorgestellt. Von der Qualität kann ich wirklich überhaupt nicht meckern. Ist wirklich top, einwandfrei. Okay, dann geht's mal weiter mit der Box. So, dann machen wir jetzt mal weiter mit den nächsten Boxartikeln. Hier haben wir dann einmal die Feind von jedem 3 EP. Das ist natürlich richtig schöner Boom Bap. Ja, echte Ashkobar-Fans, die kennen die ersten zwei Teile natürlich bereits. Ja, sind auch nochmal 7 Songs drauf. Auf jeden Fall auch sehr zu empfehlen, diese Feind von jedem EP. Bei den letzten Asche-Alben hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, die anzuhören. Dann was Neues, Shinobi Retsuden EP. Ja, da lernen wir Asche mal ein bisschen auf Drill Beats kennen. Also da freue ich mich auch schon extrem. Ja, auch wenn man sagen muss, ne, durch Luciano gerade ist Drill natürlich in Deutschland schon komplett ausgelutscht. Aber ich denke mal, Ashkobar, der
Nummer 1, der wird es schaffen, Duell nochmal genüsslich zu machen. Ne? Und dann kommen wir hier auch schon mal zum Hauptwerk des Ganzen. Lang lebe Asche. Das Album steht hier oben auch nochmal drin. Auch schönes Detail hier unten mit dem Totenkopf nochmal. Aha. Hinten auch. Ah, doch, das sieht echt Hammer aus. Muss man einfach so sagen. Sieht echt Hammer aus. So, auch nochmal 2 CDs. Also insgesamt bekommt man hier 4 CDs geboten, Leute. Zieht euch das einfach mal rein. Das sind quasi, in der heutigen Zeit sind das fast 6 Alben von dem Rapper. Ja, also, und das ist jetzt ein Album, ja. Normalerweise teilen Rapper das auf 6 Alben auf, diese Anzahl an Songs. Ich weiß, ein bisschen übertrieben, aber ich hoffe, ihr habt die Ironie verstanden. Oh, was ist denn hier los? Hier kommt mir gleich eine CD entgegen. Ja, passt auf jeden Fall. So, und dann haben wir hier nochmal die zweite CD. Okay, ist auch cool gemacht. Einmal schwarz-weiß und dann andersrum. Moment. So. Dann seht ihr hier mal den Unterschied. Ja. Okay. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Hier hinten auch nochmal Langlebe Asche mit Samurai-Schwertern. Ja. Ist ja auch ein Markenzeichen. Wenn man dem Aschgruber folgt, dann weiß man natürlich, dass er auch sehr großes Interesse an Animes hat. Und demzufolge, passt das natürlich auch sehr gut. So, dann schauen wir uns hier natürlich noch das Booklet an. Okay, da sind, oh, was ein majestätisches Bild von dem Einser. Oh mein Gott, wie der Phönix aus der Asche. Haha, kleines Wortspiel. So, dann hier auch nochmal das Bild mit den Schwertern. Und das Einser Trainingsprogramm, das ist natürlich auch noch mit enthalten. Dafür gibt es hier diesen QR-Code, ne? Und hier auch nochmal, boah, wer hat das Bild gemacht? Ist das von Adobe Kit? Ich weiß es nicht. Artwork? Ah ne, hier. Okay, hier dann auf jeden Fall Shoutout an die, die dafür beteiligt waren. Und generell Shoutout an die Leute, die für dieses Album oder die an diesem Album mitgearbeitet haben. Auf jeden Fall riesen Shoutout und wirklich echt den höchsten Respekt für so eine Riesenarbeit. Ich meine, das Album wurde natürlich auch mehrfach verschoben. War natürlich schade, auf jeden Fall. Hat man sich ein bisschen geärgert, aber bei Asche, da kann man sich immer sicher sein, dass man dafür auch auf jeden Fall eine Entschädigung bekommt, ne, in Sachen Qualität. Qualitativer, hochwertiger Rap. Ne? Und das haben wir hier, denke ich mal, auch wieder geboten bekommen auf dem Album. Ich habe bis jetzt nur die Single-Auskopplungen gehört. Freue mich jetzt auf jeden Fall im Anschluss, das ganze Album mal durchzuhören. Und ich denke, ich werde auf jeden Fall nicht enttäuscht sein. Ich denke mal, ich werde sogar noch sehr überrascht sein von den ganzen Songs, die da auf mich zukommen werden. Ne? Und ja, würde ich sagen, sind wir auch durch mit dem Ganzen. Hier auf der Rückseite ist auch nochmal von der Box das Zeichen. Also ist auf jeden Fall wirklich eine einzigartige Box. Das muss man dem Einser lassen. Auch wenn einem die Musik direkt von ihm nicht gefällt, aber innovativ ist er auf jeden Fall. Und gerade auch was die Musik angeht, das ist ja wirklich auch mittlerweile recht einzigartig, in was für einer Vielfalt sich Aschgruber da immer wieder auf den Beats zeigt. Ja? Dann würde ich sagen, sind wir auch durch mit dem Ganzen. Ich kann jetzt nochmal ganz kurz auch das T-Shirt nochmal dazu packen, so ein bisschen, damit man hier zum Schluss nochmal eine Gesamtübersicht hat von dem Album. Ja. Die Box an sich kam übrigens auch leider eine Woche zu spät, muss ich leider mit dazu erwähnen bei mir. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den anderen ist, aber ja, wie gesagt, dadurch, dass man bei Asche ganz genau weiß, dass man da Qualität geliefert bekommt, ist das für mich nur zweitrangig. Ne? Es ist natürlich jetzt auch mittlerweile ein bisschen nervig, dass jeder Rapper seinen eigenen Shop hat. Damals konnte man alle Boxen geführt über Amazon bestellen, war tausendmal entspannter. Aber gut, das ist nun mal der Wechsel. Die Zeit verändert sich und somit auch die Musik und alles drumherum muss man annehmen. Ja, wenn man natürlich Fan ist, dann kann man da natürlich den Support auch da lassen. Und das habe ich natürlich hier in diesem Fall sehr gerne gemacht. Es sind jetzt, glaube ich, so gut wie alle Bundles ausverkauft. Also ich kann diesmal nicht mal groß irgendwas verlinken und sagen, kauft euch das, denn es ist so gut wie alles ausverkauft. Da auch nochmal Glückwunsch an das ganze Team und an Asche selbst.
Ja, ansonsten bin ich, wie gesagt, sehr gespannt jetzt auf das komplette Album und hoffe, dass wir noch lange was von diesem Künstler haben werden, ne? Weil da steckt auf jeden Fall noch sehr, sehr großes Potenzial dahinter. Okay, dann sind wir durch. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Peace.